Hallo ihr Lieben, heute ist Montag. Ich weiß, am Freitag kam kein Video, ich habe es schlichtweg mal wieder nicht geschafft. Manchmal ist das einfach so. Ich möchte heute mit euch eine Karte basteln, die ist an sich etwas aufwendiger. Von außen habe ich sie dekoriert mit den Painted Poppies. Ich habe diesmal von außen auch keinen Spruch, denn wenn wir die Karte aufmachen, haben wir hier einen Pop-up-Mechanismus und wir können an der rechten Seite auch noch ein kleines Kärtchen rausziehen. Material, habe ich ja gerade schon gesagt, ist diesmal etwas mehr. Verwendet habe ich nicht nur die Painted Poppies, sondern auch das Stempelset Besondere Momente. Zu dem Stempelset Painted Poppies habe ich auch die passenden Stanzformen verwendet. Und ich weiß, da kommen bestimmt Fragen, dieses Magnetband, was ich hier eingeklebt habe, das ist selbstklebendes und das bekommt ihr in jedem Baumarkt normalerweise. Mal habe ich die Stanzform mit in den Stempelsets. Wenn es etwas größere Pakete sind, packe ich die in meine Mappe. Und zu finden sind die beiden Stempelsets im Jahreshauptkatalog auf Seite 18 und 19. Das Stempelset Painted Poppies und die passenden Stanzformen erhaltet ihr auch immer noch mit 10% Rabatt, weil das ein Produktpaket ist. Und nach wie vor könnt ihr auch alle Produkte bei mir bestellen und alle Maße findet ihr auf meiner Homepage. So, wir legen los. Vorbereitet habe ich schon einiges. Wir fangen mal an mit der Grundkarte. Für die Grundkarte braucht ihr Farbkarton. Ich habe jetzt Apfelgrün genommen und Flüsterweiß dann halt bestempelt. Das in Apfelgrün ist 29 x 10,5, das falzen wir uns gleich noch. Und dann haben wir drei Mattungen in Flüsterweiß, die sind 10 x 14. Die habe ich in meinem Fall jetzt bestempelt. Da könnt ihr natürlich auch Designerpapier nehmen, zumindest für einmal außen und für diese Seite. An dieser Seite, also rechts, wo wir die kleine Karte rausziehen, würde ich nicht unbedingt Designerpapier nehmen. Das könnte vielleicht ein bisschen zu dünn sein. Nicht, dass das einreißt, das wäre ja zu schade. So, das war die Grundkarte. Dann haben wir hier den Mechanismus. Der ist 29,6 x 3. Auch den habe ich hier bestempelt. Dann habe ich hier meine ganze Deko für obendrauf und auch noch für innen. Für den Tag brauchen wir einmal Apfelgrün in 13 x 8,5 und einmal Flüsterweiß in 12,5 x 8. Für obendrauf habe ich dann noch Deko, die habe ich schon zusammengeklebt. Der in Apfelgrün ist 14 x 2,5 und der in Amethyst ist 14 mal 2. Das Band hier oben drauf, das ist das Saumband in Knitteroptik. Das ist auch in Flüsterweiß. Das findet ihr aber auch im Jahreskatalog. Dann habe ich hier noch meine ganzen Etiketten. Da habe ich zum einen mit der Stanze Entzückendes Etikett, die habe ich mir viermal ausgestanzt in Amethyst. Und zwei Stück mit dem Aparten Etikett. Da sind dann die Sprüche drauf. So, Infos, Infos, Infos. Wir fangen an zu falzen. Und zwar bei der Grundkarte. Da haben wir nur eine Falz. Wie immer, Schneideklinge schön weit an die Seite. Und das legen wir uns an bei 14,5 an der langen Seite. Und falzen das einmal. Da sind die Mattungen. Dann falzen wir gleich weiter beim Mechanismus. Und der wird auch erstmal bei 14,5 an der langen Seite gefalzt. Und dann nochmal von beiden Seiten bei 7,4. Sprich einmal von dieser. Dann drehen wir das Ganze um.
und falze nochmal bei 7,4. Und das war's vom Falzen. Den Mechanismus, die Falz in der Mitte, wir haben jetzt hier eine und hier eine. Die in der Mitte knicken wir ganz normal nach unten. Und die anderen beiden holen wir uns jetzt hier rüber. Die sind jetzt hier etwas kürzer, das ist aber nicht ganz so schlimm. Einmal. Und da habe ich mich verfalzt. Oh Leute, das geht schon wieder gut los. Ich habe mich jetzt verfalzt, ist nicht schlimm. Wir können das auch, wir korrigieren das jetzt einfach. Ihr legt euch das zur Hälfte. Und falzt es dann nochmal nach. Und dann holt ihr euch die anderen beiden Seiten hier auch bündig einfach rüber. Da hatte ich die Falz in der Mitte falsch geretzt. Das messe ich doch gleich nochmal nach. Die Falz in der Mitte ist nämlich dann bei, knicken wir es auch gleich, 14,7. Ich messe das nochmal nach und dann findet ihr die Maße ja alle auf meiner Homepage. So, Grundkarte einmal falzen. Da können wir dann jetzt schon zwei unserer Mattungen aufkleben. Und zwar eine von außen. Und eine von innen, da kleben wir jetzt erstmal nur die linke. Die klebe ich flächig auf. Und bei der rechten, wir wollen ja hier rechts die Öffnung haben, da machen wir uns jetzt von der Rückseite zeige ich euch das an den beiden langen Seiten und an einer kurzen Seite eine ganz dünne Spur Tombow. Wirklich hauchdünn. Nehmt euch da ruhig einen Moment Zeit für. Und jetzt müssen wir darauf achten, dass wir die Seite, wo wir keinen Kleber haben, auch hier an die rechte Seite kleben. Natürlich möglichst auch schön mittig. So, und dann brauchen wir unseren Mechanismus. Der ist ja jetzt hier an sich zu lang. Da das aber hier in der Mitte geknickt wird, klebe ich mir jetzt erst eine von den schmalen Seiten, also von außen, klebe ich mir jetzt hier mit etwas Abstand an der rechten Seite zur weißen Mattung und oben und unten schaue ich, dass das ungefähr gleich aufliegt. Dann falte ich mir den einmal. Da kann ich noch mal schauen, dass er gerade aufliegt. So wird er ja später aufgeklappt. Den lege ich mir jetzt hier einfach zusammen. Und dann hole ich mir die zweite Seite einfach rüber und drücke das hier fest. Und so haben wir dann den Mechanismus schon mal eingebaut. So, und darauf kommen dann jetzt unsere Etiketten.
Die vier Lilanen habe ich jetzt auch alle flach aufgeklebt. Schön mittig. Ihr könnt die hier in der Mitte auch erst aufkleben, bevor ihr den Streifen einklebt. Das ist dann vielleicht noch ein bisschen einfacher. Na. Und so schaut das Ganze dann schon mal aus. Das lasse ich jetzt einen kleinen Moment trocknen, bevor ich auch gleich meine Sprüche aufklebe und die Blumen. Wir kümmern uns jetzt als nächstes um den Tag. Den habe ich mir noch abgerundet mit unserer Triodstanze. Zum Ziehen habe ich mir hier schon, jetzt muss ich mal, ja, es ist einfach etwas aufwendiger. Die habe ich mir auch ausgestanzt, die Stanze schreibe ich euch unten auch in die Infobox. Die klebe ich mir jetzt beide aufeinander. Da nehme ich jetzt einfach zwei, damit das etwas stabiler ist. Schön gerade aufeinander. Und dann nehme ich mir zwei so Blüten. Und da mache ich mir dann auch noch ein bisschen Tombow drauf. Und das lege ich mir dann hier mittig an den Farbkarton. Das Weiße kommt dann hier oben drauf. Ob ihr das jetzt schon aufklebt oder erst, wenn ihr das beschriftet habt, das könnt ihr euch dann noch überlegen. Ich klebe meins jetzt schon auf. Und dann nehme ich auch nur ein ganz bisschen Tombow. Und dann nehmen wir uns die Grundkarte wieder. Das kann jetzt hier schon rein. Wenn das jetzt ein bisschen haken sollte, bei mir geht es jetzt gut rein, könnt ihr, wenn das getrocknet ist, einfach ein bisschen mit dem Falzbein reingehen und das ein bisschen dehnen. Dann klappt das auch. So, meine Sprüche von innen klebe ich wirklich alles flach auf, weil wir da ja schon mehrere Lagen Farbkarton haben. Nee, der soll dahin. Der soll dahin. Und dann habe ich hier noch die kleinen Magnolien. Da nehmen wir dann noch jeweils ein Blatt. Das klemme ich mir hier einfach mit drunter. Und klebe das dann hier mit auf. Und ich habe schon wieder Kleber an den Fingern. Es bleibt wieder alles an den Fingern hängen. Die kommt dann rechts noch hin.
Na, können wir das Blatt noch ein bisschen schieben? Oh, nicht mehr viel. Naja. So, dann haben wir innen soweit dekoriert. Dann machen wir jetzt noch außen. Da hatte ich euch ja schon gesagt, was ich da nehme. Den setze ich mir jetzt hier schön mittig oben auf die Karte. Und dann bauen wir uns unter unser Etikett für außen noch zusammen und dann haben wir es auch gleich schon geschafft. So, da habe ich zum einen das Große und das habe ich alles ausgestanzt mit den Stanzformen, die auch zu dem Stempelset gehören. Eins oben. Die passen super unter das Etikett, die Stanzen. So, jetzt brauche ich tatsächlich doch nochmal Dimensionals. Da klebe ich mir jetzt die großen. Habe ich Magnolien gesagt? Kann das wohl sein? Ich meine Mohnblumen. Das sind doch Mohnblumen. Oh je. Da mache ich mir jeweils in der Mitte nur einen drauf. Bei der Deko seid ihr ja frei. Ihr könnt das natürlich auch schon zu Weihnachten dekorieren. Aber ich bin einfach noch nicht, irgendwie noch nicht in Weihnachtsstimmung. So, dann haben wir hier noch jede Menge Blätter. Und die klebe ich mir jetzt einfach mit Tombow wieder drauf. Deko ist immer das, was am längsten dauert. Einmal. Zwei. Machen wir an der anderen Seite auch noch zwei. Machen wir die mal etwas höher. So. Deshalb habe ich da jetzt in der Mitte nur ein Dimensional hingeklebt. So können wir die Blätter nämlich schön noch unter die Blüte kleben. Die lassen wir weg. Und das Ganze kleben wir uns dann jetzt einfach noch in die Mitte auf die Karte. So, und dann habt ihr es geschafft. Ich habe jetzt noch mal helle Farben genommen. Wie gesagt, irgendwie ist mir noch nicht nach Herbst und Weihnachten und so weiter. Ich mache die noch mal auf. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und wie immer, falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!